Ich bin Tarek Kirlo, ich komme aus Syrien, ich arbeite als freier Journalist und jetzt bin ich Reporter unterwegs in Dresden für Taz. Ich bin Linda, ich bin gerade auch für die Taz hier in Dresden und komme eigentlich aus Tübingen. Haben eine Geschichte über einen, wir haben sie genannt Machete-Mann, weil ein Mann hat mit einem Machete seine Nachbarin angegriffen. Und wir haben mit der Opfer und auch mit der Täter gesprochen und auch viele andere Nachbarinnen und die Leute, in der Umgebung sozusagen. Ich war in Leipzig und habe darüber berichtet, dass in zwei Kitas es kein Schweinefleisch mehr geben sollte, aus Rücksicht zwei muslimischen Kindern gegenüber. Wie findest du das Ganze? Werden Sie dann später Falafel anbieten? Falafel? Falafel anbieten? Ja, das wäre eine Option. Naja, ich finde, also ob ein Kind Schweinefleisch isst oder nicht, das hat mit dem Respekt halt gar nichts zu tun oder mit einem Mensch zu akzeptieren. Egal was man isst, ich kann einen Mensch, der vegan ist oder der Vegetarier, akzeptieren. Warum soll ich einen Mensch, der kein Schweinefleisch isst, akzeptieren? Ich akzeptiere einen Mensch, der überhaupt kein Fleisch isst. Ich fand es überraschend, wie viel Aktivismus hier herrscht und dass es doch relativ viele Initiativen, politische Gruppierungen gibt, die sich engagieren, die sich tolle Sachen einfallen lassen. Ich habe die Woche auch zwei junge Frauen von Wir streiken getroffen. Die bereiten sich schon mal auf den Streik vor, falls es Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und AfD gibt. Ja, und das finde ich schön, dass es auch so viele bunte Seiten gibt. Mich hat aber auf der anderen Seite total überrascht, dass es eben auch sehr viel Rechtsextremismus gibt. Und es hat ein Informant erzählt, dass eine Person im Supermarkt angegriffen worden ist wegen der Hautfarbe, dass die Securities sich dann auf die Seite des Angreifers gestellt haben. Und dass sowas passiert und in Deutschland passiert, fand ich sehr erschreckend. Sowas, kennst du sowas aus Sachsen oder? Naja, also für mich war nicht so große überraschend, was ich hier gesehen habe oder was ich so erfahren habe, weil ich war schon auch lange in Chemnitz, habe ich so lange in Chemnitz recherchiert und ich sehe so Dresden so ähnlich so wie Chemnitz. Die Stimmung meinte ich von den Leuten und auch von Migranten. Viele wollen einfach ausziehen oder weg, egal wo. Einer erzählt über Arbeitsstelle, einer erzählt, ich wünsche mir, dass ich irgendwo in Deutschland einen Ausbildungsplatz finde oder eine Arbeitsstelle und so weiter. Keiner guckt in der Perspektive, dass er hier bleibt. Also keiner will hier bleiben, sondern alle planen, dass sie in Zukunft irgendwann woanders Unterkunft finden. Da finde ich auch Dresden und Chemnitz sehr ähnlich, aber Leipzig ist ganz anders. Hast du mal überlegt, aus Sachsen wegzugehen? Ich wohne in Leipzig und Leipzig ist von meiner Sicht ist nicht mehr Sachsen. Ganz andere Stimmung. Wir haben am Mittwoch die Juliane Nagel getroffen. Die ist Abgeordnete von den Linken, Landtagsabgeordnete. Sie hat uns auch aus Leipzig über griffige Sachen erzählt. Auf ihr Büro wurde mal, oder vor ihrem Büro gab es mal eine Schießerei. Und im Endeffekt wurde ihr der Mietvertrag gekündigt, weil sie die Unruhestifterin war, obwohl praktisch auf sie ein Angriff gemacht worden ist. Ich würde gerne mehr über Innenpolitik erfahren und über den Landtagswahl. Ich bin eigentlich schon super zufrieden, weil ich hier die ganze Zeit mega viel unterwegs bin. Es sind sehr lange Tage, aber sehr, sehr informative, tolle, ereignisreiche Tage. Und was ich jetzt gerne noch machen würde, ich glaube noch ein bisschen Kornern am Wochenende in der Neustadt. Sollen wir es nochmal zu posten?